Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii für die Nintendo Wii. Wer hätte das erwartet? Und das gleiche habe ich das jetzt mal auch schon gesagt. Ist egal. Meine Wii-Fernbedienung ist immer noch leer. Fast. Ich sollte mir langsam echt mal Batterien kaufen. Jetzt will ich aber erstmal schauen, dass ich den armen Toad hier befreien tue. Der sich hier scheinbar in der Stage nicht versteckt hat, aber irgendwie entführt wurde oder sowas. Und, schön doch. Ah, da bist du ja. Hey. Hey, bleib hier. Hier. Danke. Ja, ich habe ja, gestern war das eine, nicht direkt Umfrage gestartet, sondern eine Art Meinungshilfe. Oh, ich kann hier gar nicht rutschen. Toad, du bist so... Wow. Was ich sagen wollte, eine Art, Meinungshilfe gestartet, bei der ich gefragt hatte, ob ich gefragt hatte, ob ich das Spiel auf dem weiterhin auf der Wii über den Grabber oder über den Emulator spielen soll. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig entschieden. Also dieses Voting, was ich gestartet hatte über Daumen hoch, Daumen runter, war relativ eindeutig für den Grabber. In den Kommentaren sah es allerdings ein bisschen anders aus. Da gab es sich wirklich halb-halb und die dritte Hälfte war mehr so im Sinne von... Oh, was ist denn da? Ach, scheiß drauf, ich brauche den Toad. War mehr so im Sinne von, ja, mach, was dir am besten passt. Ja... Ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, was ich eigentlich machen soll. Deshalb nehme ich jetzt erstmal noch weiterhin über den Grabber auf. Kann gut sein, dass ich eventuell später auf den Emulator umsteigen werde. Ich werde noch ein bisschen gucken. Vielleicht kann man das Problem mit den sich nicht drehenden Münzen ja auch noch irgendwie lösen. Wie gesagt, es gibt die Option bereits im Emulator. Man kann es abschalten, aber man hat dann extremste Framerate-Einbrüche und das möchte ich eigentlich nicht. Deshalb, es hat mir ein bisschen geholfen, das Video. Allerdings werde ich im Endeffekt dann immer noch entscheiden. Irgendwann mal. Ob jetzt weiterhin auf dem Grabber oder auf dem Emulator. So, das sieht doch hier bisher mittlerweile recht gut aus. Ja, war ja klar. Da. Okay. Items! Mehr Items! Okay. Nein! Ah, war ja klar. Das war ja klar. Naja, ein bisschen was habe ich bekommen. Ist ganz in Ordnung. Schau mal endlich mal weiter hier. So. 5 Minuten Video, noch nichts geschafft. Hilfe, es verfolgt mich. Naja, machen wir später. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ich gehe dann auch noch den oberen Weg und den linken oberen Weg. Schauen wir mal. So. Oh je. Hüpf. Die will ich haben. Hihihi. Yay. Wuhu. Skill. Oh. Hoppa. Was bist du denn? Hey, bleib hier. So. Kletter. Oh! Okay. Upf. Naja, wenigstens ein Pilz. Okay, den nehmen wir mit. Yay! Prächtig. Ja, eine Sache möchte ich noch ganz dringend anmerken. Ich möchte hier... Oh Gott, oh nein! Ja.
Ich möchte noch mal ganz, ganz, ganz dringend betonen, ganz, ganz dringend, dass dieses Spiel, wie bereits bei der Vorankündigung damals im Livestream angekündigt, kein 100% Run wird, weil ich keine Lust darauf habe, auf einen 100% Run. Viele Leute haben es vielleicht schon mitbekommen, ich spiele seltenst zu 100% durch, wirklich seltenst. Und wenn, dann müssen die Spiele schon einen ganz besonderen Stellenwert für mich haben. Und, Mann! Was ist denn los hier? Oh, Gott. Fail ohne Ende. Meine Güte. Ja, das heißt, ich werde auch, eine ganz bestimmte Frage nicht aus den Kommentaren blocken, das wär Bums. Allerdings werde ich eine Frage aus den Kommentaren sofort löschen, und zwar, warum kein 100% Run? Nochmal die offizielle Aussage, ich habe keinerlei Lust drauf auf einen 100% Run zu dem Spiel, und deshalb wird es keinen geben. Das heißt, ihr braucht auch nicht danach zu fragen. So, jetzt schaue ich mal, dass ich da einigermaßen lebendig durchkomme. Ja. Wunderbar. Und ja, kein 100% Run für dieses Spiel. So, wir können uns jetzt auf direktem Weg zum Schloss begeben. Allerdings könnte ich auch erst da nach oben gehen. So. Schauen wir doch mal, was es hier ein bisschen gibt. Yay! Fernbedienung ist immer noch leer. Ich sollte mir endlich Batterien kaufen. Oh. Oh je. Oh Gott. Ja. Ups. So. Ah. Aber die Musik ist schön. Ich mag die Musik sehr. Upp. Okay. Oh. Schon wieder ein Secret. Haha. Oh. Münzen. Münzen. Okay. Wunderbar. Hupf. So, jetzt will ich da hoch. Da hoch. Was soll denn das? Na, dann eben so rum. Habe ich auch kein Problem mit. So, die nehme ich mir auch noch mit. Okay. Prima. Wuhu. Oh je. Und so. Oh. Riesiger sich drehender Block. Dreht sich. Ah, endlich mal wieder ein Pilz. Hupp. Ach komm, die nehmen wir mit. Ich bin jetzt hier voll auf den Skilljump aus. Haha. Was war denn? Ach so. Ups. Na komm schon, lass mich vorbei. Danke. Hey, was passiert hier? Ah. Au. Da hätte ich mich wahrscheinlich jetzt mit diesem Schüttelgedöns irgendwie noch hochbringen können. Naja. Nein. Was sind das eigentlich für komische... Okay. Gut, die lasse ich jetzt einfach mal stecken. Ja. So. Hey. Oh je. Oh Gott. Eieiei. Oh. Haha. Ah, nein. Oh, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Naja. So, das war das. Ich statte noch den Pilzhausenbesuch ab und diesen Goomba. Ich will wissen, was der macht. Ich bin ihm immer nur ausgewichen. Welt 1. Oh. 1, 2, okay. Aha. War das gerade die Dr. Mario-Musik?
Nee, das war Quatsch. Das war Dingens. Das war aus Super Mario Bros. 3, glaube ich, diese Battle-Musik. So, schauen wir doch mal, wie es jetzt funktioniert mit den Power-Up-Tafeln. Zack. Zack. Wunderbar. Zack. Okay. Yay. 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 Okay. Ich gehe da jetzt, glaube ich, nicht nach einem bestimmten System vor. Oh. Naja, wenigstens wieder ein paar Items. Ein bisschen was haben wir abgegrast. Sehr schön. Und damit begeben wir uns jetzt ins Schloss Gedöns. Jups, 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 bums. Und rein. Ja, ja, ja. Lass meine Wii-Fernbedienung in Ruhe. Hör auf, meine Fernbedienung zu mobben. Upsala. Okay. Eis klingt in so einer lavaverseuchten Burg irgendwie logisch. Haha. Jeppa. Jep. Oh, wow. Huiuiui. So, dann darüber. Was haben wir denn da drin? Noch eine Eispflanze. Oh Gott. Zahnräder. Ja, wunderbar. Ah. Hallo, du da. Oh. Au. Oh. Ah! Oh Gott. Geht das? Nee, ist kein Super Mario World. Eindeutig. Oh, ja. Yike. Oh Gott. Aha. Mann, das ist gerade echt krass. So. Eieiei. Oh nein. So. Eieiei. Rutschi. Okay. Münz, Münz. Und zum Boss. Klein. Ohne Power-Up. Oh, hallo, du da. Oh, hallo, du da. Leucht. Leucht. Fackel. Die Arena hat sich verändert. Donks, donks, donks. Haha, das hast du dir so gedacht. Aber nicht mit mich. Donks, haha, das war ja toll. Ach, meine Güte, ich bin so gut in diesem Spiel. Yay, ich habe einen Schlüssel. Wuhu, und er leuchtet, und er ist golden, und der glitzert, und er schließt Türen auf. Ja, dann eben nicht. Püh. Und da geht er hin. Yay, damit haben wir... Come back. Damit haben wir Welt 1 abgeschlossen und wir befinden uns in Welt Nummer 2, dem Wüstenkrummgedöns. Ab hier wird's irgendwann blind. Ich glaube, bis zum ersten Schloss habe ich gespielt. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber wir werden sehen. Wir speichern nochmal und ich hoffe, das Let's Play hat euch so gut gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.